bevor jetzt irgendjemand in die Kommentare postet: Wie kannst du was gegen die PlayStation 5 haben? Lasst mich doch erstmal erklären. So, aber ohne Mütze mache ich hier gar nichts. Ich bin eigentlich im Urlaub und muss das hier nicht wirklich machen, aber ich habe in letzter Zeit viele Videos zu der PlayStation 5 auf YouTube gesehen und dachte mir einfach nur, wer hat euch ins Hirn geschissen? Über billige Hype-Videos wie zum Beispiel: Oh mein Gott, so sieht die PS5 aus, oh mein Gott, das wird alles verändern! Bis hin zu: Ich will mein Erstgeborenes dafür opfern! Ist halt wirklich so ziemlich alles dabei. Inspiriert zu diesem Video wurde ich natürlich mal wieder von einem anderen YouTuber. Und zwar von dem guten WGeraldTV, den ich vor kurzem erst entdeckt habe und der einfach nur geile Videos macht. Schaut bei ihm vorbei, Leute. Aber um jetzt mal auf die PlayStation 5 zurückzukommen: Gehen wir mal analytisch an die PlayStation 5 ran. Ich sag ganz schön auf PlayStation 5. Der Zug ist eigentlich schon abgefahren und ja, wie soll man sagen, die PS5 ist jetzt schon etwas länger bekannt. Also das Design ist schon länger bekannt. Und ja, es gab ja die verschiedensten Reaktionen dazu und es sind zwar ein paar Fakten gezeigt worden, was die jetzt kann und was die jetzt kann, aber ein Preis ist noch nicht bekannt gegeben worden, soweit ich weiß, ja? Also ein Preis steht noch nicht fest, den gibt's noch nicht. Schätzungsweise soll die knapp 499 Euro kosten und nicht 1000, wie manche behaupten, aber ja, also 1000 Euro für eine Konsole. Nein. Aber ein Preis steht eigentlich in der Regel noch nicht fest, denn wenn sie jetzt schon einen Preis machen würden, dann wäre das für Sony meiner Meinung nach ein bisschen unvorteilhaft, aus verschiedenen Gründen. Doch was kann die PlayStation 5 jetzt eigentlich so Besonderes oder was unterscheidet sie von der PlayStation 4? Natürlich ist in erster Linie eines entscheidend, und zwar die Grafik. Ja, es ist nicht bei jedem Spiel so, es gibt immer noch ein paar Pixelspiele, die rauskommen, wo die Grafik natürlich nicht so schön ist, aber es ist einfach schön, das mal anzusehen, weil es einen gewissen Retro-Charme hat. Nur seien wir mal ganz ehrlich: Wenn die PlayStation 5 eine schlechtere Grafik hätte als die PS4, dann würde sich das Ding nicht verkaufen. Also ist eine bessere Grafik eigentlich schon, naja, eine gewisse Art von Selbstverständlichkeit, wenn wir mal ehrlich sind. Punkt 2, die Spiele. Und ja, die Spiele, die gezeigt wurden, haben mich an manchen Punkten nicht so gefesselt, wenn ich ehrlich bin. Sie haben mich echt nicht gefesselt. Die Sache ist halt die: Es gab ein paar Spiele, auf die ich mich wirklich freue. Und das Spiel, wo ich mich... Also es gibt zwei Spiele, auf die ich mich wirklich am meisten freue. Und das ist einmal das Spider-Man-Spiel. Das ist bei mir definitiv auf Platz 2. Und auf Platz 1 ist bei mir das neue Ratchet und Clank. Und das... ja, wie soll ich sagen? Es sieht gut aus. Es sieht wirklich gut aus. Es hat zwar immer noch an manchen Punkten eine Ladezeit. Nicht so, wie Sony gesagt hat, wir haben keine Ladezeiten mehr. Nein, es hat an manchen Punkten noch eine Ladezeit von 1 oder 2 Sekunden. Also gar keine Ladezeit. Ist eine Lüge. Das ist nicht so. Jedes Spiel braucht eine gewisse Ladezeit. Das ist so und das wird auch immer so bleiben. Aber die Grafik vom Spiel ist eigentlich auch ganz in Ordnung. Und ein kleiner Tipp: Wenn ihr in die Kommentare schreibt, bei anderen YouTubern, habe ich zum Beispiel bei Mythos of Gaming gelesen, dass ihr schreibt, ja, die Grafik ist ja nicht so berauschend, och, sind doch nur 720 Pixel, nur 1000 Pixel. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wenn euer Monitor oder euer Bildschirm einfach nicht die Leistung einfassen kann, nicht einfangen kann, dann ist es doch nicht die Schuld von den YouTubern. Ich reg mich da wahrscheinlich ein bisschen zu sehr drüber auf, aber ganz ehrlich, manchmal frage ich mich echt, wie dumm die Leute sein können. Und ja, ich weiß, es gab noch so Spiele wie das neue Gran Turismo oder das Resident Evil. Aber erstens, ich bin kein Gran Turismo-Fan. Ich habe es damals auf der PS1 gespielt, war ganz in Ordnung. Aber seit den neueren Spielen, es fesselt mich einfach nicht. Es fesselt mich nicht, bin ich ganz ehrlich. Und Resident Evil, ja, ich meine, die einzigen Teile, die ich hier gespielt habe, waren Revelation 2 und Resident Evil 7. Ja, dann habe ich nie gespielt. Ich werde es wahrscheinlich auch nie. Resident Evil ist nun mal nicht mein Thema. Und da hat mich jetzt Resident Evil 8 nicht so sehr gefesselt. Denn es sieht eigentlich nur aus wie Resident Evil 7. Neues Szenario, aber sonst eigentlich komplett gleich. Jo, die Sonne kracht hier gerade rein. Ist da draußen eine Atombombe? Ich meine, jetzt wäre die Gelegenheit gewesen, einfach mal einen Trailer zum GTA 6 zu zeigen. Was ganz klar jeder gewollt hätte, seien wir mal ganz ehrlich. Ich bin kein krasser GTA-Spieler, wenn ich ehrlich bin, ja? Ich bin eher der GTA-Story-Spieler anstatt online. Online habe ich nur auf der PS3 gespielt. Aber das wäre jetzt die Gelegenheit gewesen, einfach mal einen Trailer zu GTA 6 zu zeigen. Es gibt so gute Fan-Trailer auf YouTube dazu sogar. Die sind natürlich alle nicht echt, weil ein offizieller Trailer gibt es noch nicht. Aber trotzdem, es wäre die Gelegenheit gewesen, mal einen zu machen. Und sie haben es nicht getan. Ein neues The Elder Scrolls, was auch offline ist, wäre mal nett gewesen. Haben sie auch nicht gemacht. Skyrim ist, soweit ich weiß, das letzte Offline-Spiel geworden. Danach alles online. Kann ich alles nicht spielen, weil ich mir kein PS Plus hole. Und ja, ich weiß, ihr wollt es alle hören, ja, die PlayStation 5 sieht
in Ordnung aus für mich. Sie hat, naja, ich hätte mir weiterhin ein schwarzes Design gewünscht, aber ganz ehrlich, das Weiße ist auch mal was Neues und ich finde, das bringt ein bisschen frischen Wind bei PlayStation rein. Denn die PS3 war schwarz, die PS2 regulär war schwarz, die PS4 war schwarz. Also ich rede jetzt von den regulären Konsolen, nicht diese Special Editions, wo die Konsolen weißen Skin hatten oder Aufkleber oder sonstigen Schrott. Und nein, ich werde nicht anfangen, über diesen Klotz zu reden, der sich Xbox nennt. Nein, da bin ich raus. Ich habe meine Meinung zu Xbox, habe ich glaube ich noch nie gesagt. Okay, wenn ich es einmal kurz tue. Gut, das hat es eigentlich im Großen und Ganzen zusammengefasst. Ja, Xbox hat auch seine Vorteile, aber ich bin kein Xbox-Spieler, bin ich ganz ehrlich. Und ich werde jetzt nicht sagen, dass ich mir lieber einen PC hole statt eine PS5. Warum? Ich will mir eine Konsole holen, womit ich zocken kann, nicht einen Rechner, wo ich sonstige Dinge noch erledigen kann. Also natürlich werde ich mir auch die normale Version holen, nicht die Digital Edition, ich bin ja nicht blöd. Weil überleg mal, wenn du dir die normale Version holst und nicht die digitale Edition, dann kannst du auch keine Filme gucken, zumindest keine, die du auf CD hast. Du kannst dir, naja, nicht die ganzen anderen Spiele holen, die du vorher schon hattest, denn ich habe gehört, das soll auch PS4-kompatibel sein. Das heißt, die Spiele, die du auf der PlayStation 4 hattest, sollst du auch auf der PS5 spielen können, was auch eigentlich ganz nett ist. Nur Sony, nach 20 Jahren will ich endlich mal eine Konsole, die auch alles kann. Ja, die wirklich alles kann. Und mit alles meine ich es nicht, ja, die soll zum Mond fliegen können, die soll für mich einkaufen gehen oder sowas. Nein, die soll einfach auch alle Spiele abspielen können, die ich auch auf vorherigen Konsolen hatte, die ich auf der PS3 hatte, die ich auf der PS4 hatte. Das sollte schon möglich sein. PS2 wäre auch noch richtig geil, muss ich sagen. Und PS1 könnte, glaube ich, ein bisschen schwerer werden. Aber ganz ehrlich, das sollte auch mittlerweile mal möglich sein. Denn ich will hier nicht 10.000 Konsolen drin stehen haben. Warum? Und die verstauben auch noch nach einer Zeit alle. Da muss ich immer wieder umstecken. Das ist nervig. Das ist einfach nur nervig. Und ich weiß nicht, wie das bei Xbox ist. Aber auf dem PC habe ich das dann deutlich einfacher. Mit ganzen Emulatoren, mit den ganzen Steam-Spielen. Und ja, ich weiß, es heißt immer wieder, ja, hier, da, keine Ladezeiten, hier, keine Ladezeiten, da, ja, schön. Das ist toll. Aber das überredet mich jetzt nicht wirklich direkt zum Kauf oder so. Ja, die Leistung ist auch nochmal wieder so eine Sache. Es läuft richtig flüssig. Nur ganz ehrlich, das haben sie damals bei der PS4 auch gesagt. Und dann gab es manche Spiele wie Trove, Skyrim oder, naja, hier jeden x-beliebigen EA-Titel einfügen, die dann einfach, naja, nicht flüssig gelaufen sind. Nein, es, ohne jetzt Hate gegen Need for Speed zu fügen, aber es gab da mal ein Spiel, ich glaube Need for Speed Most Wanted oder so, was sie auf der PS4 auch gebracht haben, was dann halt eine richtig, richtig niedrige, naja, Framerate hatte. Und das war halt einfach nur Kacke. Das war mega Kacke. Und das will ich nicht. Wenn ich eine neue Konsole habe, dann will ich, dass sie sofort, naja, eine Menge kann. Und nicht einfach hinter den anderen Konsolen hinterher trottet, weißt du? Das Design und dass die Grafik nicht alles ist, das ist klar. Und ich weiß, es sagt der ein oder andere von euch vielleicht, dass ich ja keine Ahnung habe und dass ich mich genauer informieren soll. Es ist das, was ich gehört habe, es ist das, was ich gesehen habe und das ist meine Meinung dazu. Das heißt, das Video heißt ja nicht, ja, alle Fakten über die PlayStation, das heißt ja, meine Meinung. Und ja, es gibt da noch so Spiele wie Horizon Zero Dawn 2, aber ganz ehrlich, das ist halt nicht mein Spiel. Horizon Zero Dawn habe ich damals gespielt, angefangen und ich habe es nach 2 Stunden wieder aufgehört. Weil diese ganze, ey, du bist der auserwählte Scheiße, obwohl du verstoßen bist. Und wir sind jetzt zwar im Steinzeitalter, aber sind mit Maschinen zusammen. Das ergibt einfach keinen Sinn für mich. Und das mag ich einfach nicht. Ein Spiel muss für mich einfach eine gewisse Art von Sinn behalten. Und das hat es einfach nicht erfüllt bei mir. Und Horizon Zero Dawn 2 werde ich mir deshalb auch nicht holen. Aber um jetzt mal ein Fazit zum Ganzen zu ziehen. Ja, ich werde mir die PS5 holen. Die normale Version, nicht die Digital Edition. Weil Sony drängt langsam mehr die Spieler zum hauptsächlich digitalen Handel. Und das mache ich einfach nicht mit. Bin ich ganz ehrlich, das mache ich nicht mit. Denn CDs zu haben, das ist einfach für mich, naja, eine gewisse Art von Nostalgie. Und sie einfach handfest in der Hand zu haben, wo keine Daten verloren gehen können. Das ist einfach, also wo es halt meine eigene Verantwortung ist. Das will ich halt haben. Und nicht einfach, ja, jetzt lade ich mir mal ein Spiel runter, ja, scheiße, Account weg, weil die PS5 nicht richtig ausgeschaltet wurde. Was ein ziemlich dummes System ist, wenn ich ehrlich bin. Ist kacke. Ist mega kacke und das brauche ich nicht. Deshalb hole ich mir die Standardversion, auch wenn sie 100 Euro teurer ist vielleicht. Ist mir egal. Ich will die CDs haben. Ist mir egal. So, und jetzt, sorry für das schlechte Setting, ne? Und wie gesagt, ich bin im Urlaub. Ich bin eigentlich nur den ganzen Tag am Zocken und, ich meine, am neuen Stoff für YouTube-Videos suchen. Nur dieses ganze Thema mit PS5 hier, PS5 da, das regt mich langsam halt einfach auf. Und ich wollte mir einfach meine Meinung dazu sagen, weil es regt mich einfach auf. Und wie gesagt, schaut bei dem Kollegen vorbei, der macht auch gute Videos. Hat 7.000 Abonnenten, glaube ich, und er hat definitiv mindestens 1 Million verdient. Weil er ist lustig, er ist unterhaltsam
Er hat's verdient. Ansonsten haut rein. Ciao.